Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. CED, das ist die Abkürzung für eine Gruppe von Krankheiten, die den Patienten sehr zu schaffen machen kann. CED, das steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und die häufigsten dabei sind sicherlich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Es sind immer mehr Menschen in Deutschland davon betroffen und vor allem trifft es junge Leute. Bei mir ist Professor Klaus Herrlänger, er ist Chefarzt der Inneren Medizin 1 mit dem Schwerpunkt unter anderem Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg in Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Herrlänger. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir, was genau passiert da im Körper bei CED? Also CED ist ja die Abkürzung für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das drückt eigentlich schon aus, was diese Erkrankungen ausmacht. Sie sind chronisch, das heißt, sie begleiten die Patienten ein Leben lang und es sind Entzündungen des Darms. Man unterscheidet zwei große Gruppen, den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa, die sehr ähnliche Symptome haben können, aber die einen ganz großen prinzipiellen Unterschied haben, dass nämlich die Colitis ulcerosa nur den Dickdarm betrifft und der Morbus Crohn den Magen-Darm-Trakt von Mund bis zum After befallen kann. Aha, also ganz unterschiedliche Symptome dann auch, oder? Die Symptome können ähnlich sein, je nachdem, wo der Befall der Entzündung ist. Bei der Colitis ulcerosa ist besonders häufig der blutige Stuhlgang, der Durchfall mit Blutbeimengungen. Beim Morbus Crohn, der häufig auch den Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm befällt, sind es häufig Schmerzen im rechten Unterbauch, die zur ersten Präsentation beim Hausarzt führen. Ja, und wenn dann sozusagen der gesamte Verdauungskanal befallen sein kann, das heißt, was kann ich denn dann im Mund spüren zum Beispiel oder in der Speiseröhre? Also es ist selten, dass der Mund und die Speiseröhre befallen sind, aber sind das kleine Aften, die wir ja sonst auch im Mund häufiger mal kennen, ja, so die als Stellen. Erste runde Stellen, genau, die auch als erste Manifestation eines Morbus Crohn durchaus dort vorhanden sein können. Ja, woher kommt denn das? Das ist eine schwierige Frage und das ist eigentlich noch immer offen im Bereich der Wissenschaft. Was wir wissen ist, dass unser Immunsystem gegen die Darmschleimhaut reagiert. Lange Jahre haben wir gedacht, es ist eine direkte Reaktion gegen die Darmschleimhaut. Es kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass eigentlich unsere Darmbakterien wahrscheinlich das Problem sind. Wir haben Milliarden von Bakterien im Darm und normalerweise ist da ein friedliches Zusammenleben von Darmbakterien und unserer Darmschleimhaut vorhanden. Und dieses friedliche Zusammenleben ist offensichtlich gestört. Mhm. Offensichtlich kommen unsere Darmbakterien zu nah mit unserem Körper in Kontakt und dann hat unser Körper das Signal empfangen, dass hier eine Abwehr stattfinden muss und er fängt an dieser Schleimhautbarriere einen Kampf zu initiieren und der führt zu der Entzündung und zu den Problemen, die die Patienten haben. Und warum trifft es die eine Person und die andere nicht? Das ist ganz schwierig zu sagen. Die Ursachen sind, wie gesagt, unklar. Es gibt eine genetische Komponente, die beim Morbus Crohn größer ist als bei der Colitis ulcerosa. Mhm. Beim Morbus Crohn gehen wir davon aus, dass die genetische Komponente etwa 50% ist, bei der Colitis ulcerosa vielleicht 20-30%. Aber es spielen auch Umweltfaktoren eine Rolle. Es spielt die Rolle, wo man aufgewachsen ist, ob man in besonders hygienischen Umständen aufgewachsen ist oder eher in ländlicher Umgebung mit Schmutz früh in Kontakt gekommen ist. Das Rauchen ist ein Risikofaktor für den Morbus Crohn, nicht für die Colitis ulcerosa. Und da ist es ein ganz spannendes Thema, hier diesen Ursachen weiter auf den Grund zu kommen. Ja, und wie meinten Sie das jetzt eben mit der Hygiene? Schadet Hygiene oder ist sie nützlich? Das ist eine gute Frage. Das ist ein extrem interessantes Thema. Das sind epidemiologische Daten, das heißt, das sind Daten aus Bevölkerungsstudien, die zeigen, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in entwickelten Ländern häufiger sind als in Entwicklungsländern. Also chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind eine absolute Rarität in den Entwicklungsländern. Die These, die man hat, ist, dass zu viel Hygiene in der frühen Kindheit durchaus ein Risikofaktor für die Entwicklung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen sein kann. Wahrscheinlich, weil unser Körper in der frühen Phase der Entwicklung Kontakt haben muss zu bestimmten außenstehenden Bakterien und Erregern, sodass er sich damit auseinandersetzen kann. Und eine Entwöhnung von diesen Erregern scheint irgendwie nicht gut zu sein. Ja, nun sind ja beide Krankheiten, greifen ja beide Krankheiten sehr stark ein in das Leben der Patienten. Und man liest immer wieder, zumal es ja in Schüben verläuft, das hätte auch was zu tun mit innerem Stress. Das wiederum hört sich dann so an, als ob man vielleicht einen Entspannungskurs macht und dann bekommt man diese Krankheit gar nicht oder bekommt keine Schübe.
Ja, das ist nicht richtig. Also das kennen wir natürlich alle. Jeder von uns hat sein persönliches Stressorgan. Und bei dem einen ist es vielleicht das Herz, was anfängt zu klopfen. Der andere fängt eher an zu schwitzen. Und der dritte hat eher Durchfall. Wenn wir jetzt einen entzündeten Darm haben als Grundkrankheit, dann sind wir auch stresssensibel mit diesem Organ. Es gibt keine direkten Zusammenhang zwischen Stress als Auslöser der Erkrankung selbst. Aber der Stress kann durchaus die Symptome der Erkrankheit verstärken. Ja, dann lassen Sie uns mal zum, ich nenne es mal klinischen Bereich kommen. Also jemand kommt zu Ihnen, hat den Verdacht, dass er eine der beiden Krankheiten haben könnte. Was machen Sie? Es sind meistens junge Patienten und ganz wichtig ist, wir natürlich bei der ersten Präsentation des Patienten meistens gar nicht wissen, ob das jetzt einfach nur ein banaler Magen-Darm-Infekt ist oder irgendwie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das heißt, wenn sich jemand in der Hausarztpraxis präsentiert mit Durchfall, wird man vielleicht bei einem 20-Jährigen auch mal an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung denken, aber wird das erstmal den Verlauf abwarten. Wenn sich das so herausstellt, dass diese Symptome länger andauern als bei einer normalen Infektion, und wiederkehren, dann ist sicherlich eine Diagnostik angebracht. Und da müssen wir einfach sagen, dass die Endoskopie, also die Darmspiegelung, die Methode der Wahl ist, um zu sehen, welche Art von Entzündung vorherrscht. Ja, wie lange braucht das dann, bis Sie herausgefunden haben, welche Art der Entzündung das ist? Also wir kombinieren das. Es gibt keinen Goldstandard, wo man sagen kann, das ist die einzige Untersuchung, mit der wir die Diagnose stellen können. Wir kombinieren das mit der Spiegelung und gucken uns die Schleimhaut an, sehen typische Veränderungen für den Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa. Wir nehmen Proben, die wir in die Pathologie schicken, die werden unter dem Mikroskop angesehen und da wird auch nach Hinweisen auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung gesucht. Und wenn wir den Hinweis haben, dass hier so eine Erkrankung vorherrscht, müssen wir insbesondere beim Morbus Crohn eben auch noch den anderen Teil des Magen-Darm-Trakts abklären mit einer Magenspiegelung und mit einer Dünndarm-Untersuchung, die wir heutzutage eleganterweise mit einer Kernspintomographie gut untersuchen können. Viele Patienten haben ja Angst davor. Tut sowas weh? Die Darmspiegelung? Ja, die Untersuchung? Tut in der Regel gar nicht weh. Wir machen das heutzutage mit einer Kurznarkose. Die Patienten schlafen während der ganzen Untersuchung und bekommen von diesen Probenentnahmen auch überhaupt nichts mit. Die Untersuchung dauert etwa 20 Minuten, 30 Minuten. Also das ist von der Untersuchung selber eine nicht sehr unangenehme Geschichte. Unangenehm ist eher die Vorbereitung. Wir müssen natürlich, um die Schleimhaut gut beurteilen zu können, einen sauberen Darm haben. Und dementsprechend müssen die Patienten am Tag vorher und am Morgen vor der Untersuchung gewisse Abführmaßnahmen durchführen, die oft auch als unangenehm empfunden werden. Ja, jetzt so eine dauerhafte Krankheit zu haben, die sich wahrscheinlich ja nicht heilen lässt, aber therapieren lässt. Viele werden sagen, oh, wenn ich dann zum Arzt gehe, dann habe ich ja Gewissheit und nachher ist es das wirklich und ich will es eigentlich gar nicht wissen. So Ihre Erfahrung, wie hoch ist der Prozentsatz zwischen Verdacht und Bestätigung? Also wie vielen Patienten können Sie sagen, beruhigen Sie sich, es war tatsächlich nur eine weniger schwere Krankheit? Und diese Patienten sehe ich in der Regel nicht. Diese Patienten tauchen beim Hausarzt auf und der Hausarzt hat die schwierige Lotsenfunktion, hier zu entscheiden, ist das jetzt ein banaler Infekt oder ist das wirklich eine chronische entzündliche Darmerkrankung oder handelt es sich vielleicht auch um einen Reizdarm, also eine Erkrankung, die nicht mit einer schweren Entzündung im Darm einhergeht, aber trotzdem auch Beschwerden machen kann. Mhm. Ich sehe die Patienten ja meistens, wenn die Beschwerden länger andauern und dann ist der Verdacht häufig doch bestätigt. Und was können Sie dann für die Patienten tun? Also zuerst die entsprechende Diagnostik. Ganz wichtig ist, dass wir sehen, wo der Befall der Erkrankung ist, weil wir dann an bestimmten Stellen des Körpers eben auch über bestimmte Medikamente besonders wirksam sein können. Wir können mit einer örtlichen Therapie zum Beispiel den Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm sehr gut behandeln beim Morbus Crohn. Wir können mit einer örtlichen Therapie mit Einläufen auch bei der Colitis ulcerosa den Enddarmbefall sehr gut therapieren. Mhm. Das sind erstmal wichtige Aspekte. Und dann ist der persönliche Verlauf dieser Erkrankung extrem wichtig. Also wir begleiten diese Patienten ja in der Regel ein Leben lang. Und aus dem Verlauf der Erkrankung wird auch der Bedarf an aggressiveren Medikamenten notwendig. Was heißt das denn? Viele Patienten haben einen relativ milden Verlauf, haben also einmal einen Schub, den wir gut behandeln können und haben danach jahrelang Ruhe. Es gibt aber auch, es sind etwa ein Drittel der Patienten, die chronische Probleme haben, bei denen diese Erkrankung nie so richtig zur Ruhe kommt. Es gibt eine weitere
Viertel der Patienten, die auf Cortison beispielsweise sehr gut ansprechen, aber ohne Cortison wieder Probleme bekommen. Und diese Patienten, also diese etwa die Hälfte der Patienten, die müssen wir identifizieren und müssen mit denen besprechen, wie wir die Erkrankung dauerhaft in Ruhe bekommen. Und dafür gibt es Medikamente, die wir Immunsuppressiva nennen, also Medikamente, die das Immunsystem ein wenig herabregulieren, damit dieser dauernde Kampf an der Schleimhautbarriere beherrscht werden kann. Haben die nicht ziemlich starke Nebenwirkungen oder muss das gar nicht so sein? Ja, nun ist es so, jedes Medikament, was wirkt, hat unter Umständen auch Nebenwirkungen. Das ist sicherlich in einem Aufklärungsgespräch mit dem Patienten genau auch anzusprechen. Die Medikamente, die Standardmedikamente sind, zum Beispiel das Azathioprin, sind in aller Regel sehr gut verträglich. Und man kann mit dem Patienten Vor- und Nachteile dieser Medikamente auch gut besprechen. Dann wird man mit dem Patienten zusammen entscheiden, was das beste Medikament ist. Ich könnte mir vorstellen, dass anhand der Schwere der Krankheit man schon noch versucht, andere Medikamente zu entwickeln, die da weiterhelfen. Wohin geht denn da die Forschung? Nee, wir haben eine Vielzahl von Medikamenten milderer Art, die wir bei den einfachen Verläufen nehmen und dann die Gruppe der immunsuppressiven Medikamente, unter anderem das Azathioprin oder auch das Methotrexat, dann eine neue Gruppe von Biologika, das sind Proteine, die sehr speziell in die Entzündungskaskade eingreifen können, also bestimmte Botenstoffe blockieren und damit die Entzündung in den Griff bekommen. Die bekannteste Gruppe sind die Anti-TNF-Antikörper. Damit haben wir inzwischen schon viel Erfahrung. Die wirken sehr effektiv und sind eine wertvolle Stoffklasse für die Behandlung. Neu ist ein Stoff, der die Einwanderung der Abwehrzellen in die Darmschleimhaut verhindern kann und somit eigentlich nur eine Immunsuppression im Bereich der Darmwand macht, das sogenannte Vedolizumab. Hier haben wir allerdings erst kurzfristige Erfahrungen und müssen weitere Erfahrungen sammeln, um den Stellenwert wirklich einordnen zu können. Also arbeitet die Zeit für die Patienten im Grunde genommen? Im Moment arbeitet die Zeit sehr deutlich für die Patienten. Ja. Wir haben mit dem Vedolizumab ein neues Medikament seit etwa einem Jahr auf dem Markt und werden erwartungsgemäß in den nächsten 2-3 Jahren weitere Medikamente bekommen. Muss man in einigen Fällen auch operieren, eine Darm-OP machen? Sogar relativ häufig beim Morbus Crohn. Also der Morbus Crohn hat die Eigenschaft, dass er die gesamte Darmwand befällt und dann so unangenehme Folgen haben kann wie Stenosen, also Engstellen des Darms, der Darm vernarbt und verengt, oder Fisteln, das sind kleine Gewebegänge, die sich in das umliegende Gewebe fressen. Diese Komplikationen der Erkrankung kann man in aller Regel am besten durch einen chirurgischen Eingriff heilen. Ja. Kann man wirklich insgesamt von Heilung sprechen bei Morbus Crohn und Colitis? Nein. Also der Ausdruck Heilung war jetzt in dem Moment für dieses akute Problem Segment gemeint, genau, aber ist mit der Diagnose Morbus Crohn eigentlich der falsche Ausdruck. Diese Erkrankung wird die Patienten ein Leben lang begleiten und wir schaffen es, den Großteil der Patienten sehr gut zu behandeln, sodass eine gute Lebensqualität erreichbar ist. Trotzdem wird diese Erkrankung den Patienten nicht verlassen. Ja, viele scheuen ja die Operationen oder die Medikamente und setzen auf alternative Methoden. Was sagen Sie dazu? Die alternativen Methoden, das ist immer so ein großer Bereich, der auch nicht klar definiert ist. Es geht von der Homöopathie über die Akupunktur oder Verhaltenstherapie. Keine dieser Methoden hat wirkliche Effektivität zeigen können. Also es gibt keine Studie, die zeigt, dass diese Maßnahmen alleine helfen, diese Erkrankung effektiv zu behandeln. Sie mögen beim einzelnen Patienten in der Kombination mit der Schulmedizin sehr hilfreich sein, aber ich warne davor, diese Medikamente alleine einzusetzen. Und ich denke, man sollte den Schulmediziner auch immer informieren, dass man diese weiteren Heilmethoden noch zusätzlich nimmt. Das ist eine Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient. Da hat auch kein Schulmediziner etwas dagegen. Aber ganz wichtig ist, dass die schulmedizinische Behandlung der Entzündung die Grundlage der Behandlung darstellt. Vielen Dank für diese interessanten Informationen, Herr Professor Herrlinger. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.